Okay, hallo alle zusammen, die hier zum Abendmeditation gekommen sind. Hier auf unserer Leitwandseite. Wir werden heute über Gedanken sprechen und unser Thema wird Gedanken sein. Das ist so kurz gesagt, was ist eigentlich Gedanken? Gedanken sind nur, jeder weiß, na, was ist das Gedanken sind. Ich habe was gedacht, na, und dann habe ich auch solche Situationen angezogen. Gedanken sind bestimmte Programme. Programme, die wir selbst im Prinzip aktivieren und am Endeffekt wir wissen nicht, wie wir die deaktivieren oder deinstallieren. Stellen Sie mir vor, wir sind wie eine Computer. Ich würde sagen, Moment. Wir stellen sehr einfach vor, Ihren Kopf. Na, als so bestimmte Computersystem. In diesem Computersystem werden die Gedanken als Programme einfach installiert. Und diejenige, die diese Programme installiert hat, hat vergessen, im Prinzip dass die Programme rauszulöschen, welche er nicht braucht. Und so ungefähr funktioniert das im energetischen Feld. Wenn wir irgendwelche Gedanken haben, dass wir etwas nicht schaffen oder wir wollten das nicht im Leben haben. Wir haben das gesagt, sozusagen nach oben. Oder nicht nach oben, wir haben das gesagt in unsere energetische Feld, unsere Computersystem oder unserem Kopf, unser Gehirn hat das Programm gefangen. Ihr weiß nicht, ob das Programm schlecht ist oder gut ist, ob das jetzt Programm verändert. Man schon wollte oder was eigentlich mit Programm zu tun hat. Der Computer nimmt das einfach, na, und System fängt an zu arbeiten. Und das wird dieses bestimmte Programm im Prinzip immer wieder an diese Computer hochgefahren, ohne dass wir bemerken. Das ist die Schlimmste daran. Und wenn Sie irgendwann in Ihrem Leben gesagt haben, so also schlimme Sachen, ich will was, weiß ich nicht, ich will was nicht haben, na, weil das mir einfach meine Figur kaputt macht. Ne? Oder ich will bestimmte Sachen nicht oder ich habe Angst, das was zu tun. Oder noch etwas. Jeder hat bestimmte eigene Programme und viele. Und es ist sehr schwierig, das wieder zu erinnern. Was haben wir eigentlich in unseren Kopf geworfen, weil wir werfen jede Sekunde. So sind wir. Wie dass man diese Programme rausbringt. Einfach gibt es einfache Methode, das ist aktive Meditation. Aktive Meditation sind dafür da, dass wir bestimmte energetische Felder durchschauen können, ohne dass wir unsere Logik sozusagen anschalten.
Sie wissen, dass Sie Situationen, Sie haben was gesagt, vergessen, denken, mir ist es dann vergessen gegangen, aber es wiederholt sich immer wieder. Sie wissen auch Situationen, wo Sie sind, ja, Sie machen schon sehr viel, Sie haben schon im physischen Leben sehr viel gemacht und Sie wollten bestimmt was erreichen. Und sie können das nicht erreichen, egal was sie machen. Ob das jetzt Geburt von der Kinder sind, ob das jetzt bestimmte Arbeit ist, ob das jetzt bestimmte andere Probleme sind, das ist absolut egal. Das ist die Perverse da dran. Entschuldigen, das ist unser Kopf, also das ist ein Computer. Es ist völlig egal, welche Programm er bearbeitet. Er einfach macht immer wieder. Und okay, sagen Sie bitte Ihrem Umgebung, dass die soll Sie ein bisschen in Ruhe lassen. Schaffen Sie ein bisschen ruhiger Platz. Schaffen Sie selbst Ruhe im Inneren. Setzen Sie bitte gerade. Wir werden jetzt dieses Programm, bestimmte Programm einfach rausholen. Ihre Aufgabe ist, Sie sollen ein bestimmtes Problem jetzt vorstellen, für sich vorstellen, wo sie wirklich Schwierigkeiten haben und sie haben alles Mögliche versucht, das Problem wird nicht gelöst. Und bitte nehmen Sie nur ein Problem, damit dass Sie auch Wirkung von der Meditation merken, damit dass Sie auch spüren, aha, es ist etwas weggegangen. Okay, setzen Sie bitte gerade. Schließen Sie bitte Ihre Augen.